Ich bin ein großer Fan von Bausatzdruckern, da man mit diesen einen tiefen Einblick in die Funktionsweise der Geräte erhält und Reparaturen oder Upgrades relativ einfach durchzuführen sind. In diesem Video zeige ich, wie an einem günstigen 3D-Drucker ein paar Schwachpunkte verbessert werden können. Von der Zonestar P802-Reihe habe ich schon zwei weitere 3D-Drucker von meinem Sponsor Gearbest erhalten und getestet. Das hier zu sehende Modell ist die einfachste Ausführung mit einem Einfachextruder. Der Vorteil ist, dass alle Drucker der Baureihe mit der baugleichen Hauptplatine geliefert werden, somit können sämtliche Erweiterungen auch an dem einfachsten Modell nachgerüstet werden. Die reichlich bebilderte Bauanleitung in nicht ganz perfektem Englisch befindet sich auf der mitgelieferten SD-Karte. Ich habe für den Zusammenbau einen Tag benötigt, dabei aber auch viele Fotos geschossen, die ihr auf meinen Seiten herunterladen könnt, wenn ihr euch einen Überblick über die nötigen Schritte verschaffen möchtet. Bereits in der Bauphase habe ich zwei kleine Änderungen vorgenommen. Die Umlenkrolle für den Riemen der Y-Achse habe ich mit deutlich längeren Schrauben befestigt. Somit kann der Riemen nach der Montage über die beiden Muttern gespannt werden. Die zweite Änderung betrifft die Verkabelung. Die Klemmen der Buchse mit dem Netzschalter sind nach meinem Befinden zu nah an den Metallschienen, die Kabel zu nah an beweglichen Teilen. Daher habe ich dieses Bauteil zunächst nicht verwendet und das Netzkabel direkt an das Netzteil angeschlossen, dabei nicht vergessen, das Kabel auch am Rahmen zu befestigen, um eine Zugentlastung zu haben. Der Drucker kann über eine schaltbare Steckdosenleiste im Notfall schnell ausgeschaltet werden. Zur Justage müssen die beiden Enden der X-Achse auf gleicher Höhe über der Y-Achse gebracht werden, wozu ich einen gedruckten Abstandshalter verwende. Mit einem Lineal lässt sich diese Einstellung ebenfalls vornehmen. Vor dem ersten Einschalten sollte das Druckbett auf eine niedrige Position gebracht werden. Nach dem Einschalten erscheint das Hauptmenü auf dem 4x20 Zeichen LCD. Als Firmware ist Repetier in Version 0.92.9 aufgespielt. Als erster Test werden alle Achsen zu den Endschaltern gefahren. Wie zu sehen, funktioniert das ohne Probleme. Alle Motoren sind offensichtlich korrekt verkabelt und auch die Endschalter funktionieren. Der Lüfter dreht sich ebenfalls, sobald dieser über das Menü aktiviert wird. Über das Menü habe ich als nächstes das Druckbett aufgeheizt. Als Maximaltemperatur können 115 Grad Celsius eingestellt werden. Dabei werden 40 Grad Celsius nach einer Minute, 60 Grad Celsius nach 3 Minuten und etwas mehr als 105 Grad Celsius nach 9 Minuten erreicht, was mehr oder weniger die Maximaltemperatur ist. Die Umgebungstemperatur in meinem Videostudio beträgt zum Zeitpunkt der Messungen 16 Grad Celsius. Das Leveln des Druckbetts erfolgt manuell. Dabei wird das Druckbett an den Eckpunkten schrittweise über die Rändelmuttern angehoben, bis im letzten Schritt nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend zwischen Düse und Druckbett hindurchgezogen werden kann. Es folgt das Aufheizen des Hotends für PLA auf 190 Grad Celsius. Sobald die Temperatur steigt, muss sich der zweite Lüfter am Druckkopf einschalten. Ist die Zieltemperatur erreicht, wird das Filament zunächst durch den Filamentsensor gefädelt und nach Drücken des Hebels am Extrudermotor so weit eingeschoben, bis Kunststoff aus der Düse austritt. Der Drucker ist nun bereit für Aufträge.
Als ersten Druck erstelle ich eine Abdeckung für das unzureichend isolierte Netzteil des ZoneStar. Die Füllung ist auf 25% gesetzt, die Geschwindigkeit für den Druck des Wabenmusters beträgt 60 mm pro Sekunde. Wie zu sehen, löst sich das Klebeband vom Druckbett. Eine Kante des Drucks verläuft sehr nah an der Nahtstelle zweier Streifen und die Klebekraft des Bandes ist nicht sehr gut. Die Unterseite des Druckobjekts verwindet sich dadurch sichtbar. Die Schichtstärke beträgt 0,2 mm und die Geschwindigkeit für die Außenwände ist auf 30 mm pro Sekunde gesetzt. An der Oberfläche der nur 2 mm dünnen Wände sind an einigen Stellen kleine Spalten zu erkennen, an den Druckparametern sind ganz offensichtlich noch Feineinstellungen vorzunehmen. Nach etwa 12 Stunden ist der Druck abgeschlossen. Zu sehen ist, dass fast alle Stützstrukturen am Sockel angebrochen sind und schief stehen, dennoch haben diese ihre Funktion erfüllt, die überbrückte Kante wurde sauber gedruckt. Die beiden Teile sind nicht perfekt, passen aber zusammen und funktionieren wie gewünscht. Die im Bausatz enthaltene Buchse mit dem Schalter erfüllt nun ihre vorgesehene Funktion, ohne ein prickelndes Gefühl in den Fingerspitzen befürchten zu müssen. Als nächste Verbesserung verwende ich nun eine Glasplatte auf dem Druckbett, um das Problem mit dem schlecht haftenden Klebeband zu lösen. Die Glasplatte habe ich einem alten Scanner entnommen und auf Maß zugeschnitten. Mit drei Metallklammern wird die Platte auf dem Druckbett in Position gehalten. Als Haftvermittler verwende ich einen Klebestift, der nicht allzu dünn aufgetragen wird. So präpariert wird das nächste Teil zur Verbesserung des ZoneStar gedruckt. Es handelt sich um einen Riemenspanner für die X-Achse. Auch hier verwende ich eine Schichtstärke von 0,2 mm für den Druck. Die Haftung auf der Glasplatte ist gut, das Bauteil ist nach etwa 8 Stunden fertig. Zur Funktion des Bauteils werden ein paar Schrauben und Muttern, Unterlegscheiben sowie das Original-Kugellager benötigt. Die Rundstäbe der X-Achse klemmen nicht allzu gut in dem Verbinder zur Z-Achse, was dazu führt, dass sich die X-Achse zusammenzieht, sobald der Zahnriemen gespannt wird. Die beiden M4er Schrauben des neuen Riemenspanners stützen sich direkt auf den Rundstäben ab, womit das zuvor gezeigte Zusammenziehen der X-Achse verhindert wird. Der Riemen kann nun ganz einfach gespannt werden. Wer beim Drucken des Riemenspanners gut hingehört hat, wird das Quietschen des Extruders bemerkt haben. Etwas Schmierung am Kugellager schafft hier Abhilfe. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Gewinde der Z-Achse und die Lager der X- und Y-Achse ein wenig besser eingefettet. Die nächste Verbesserung betrifft den Rahmen der Z-Achse, dieser verwindet sich sichtbar, wenn man etwas Kraft am oberen Ende ausübt. Mit den Bauteilen für den von mir konstruierten Bügel wird die Fläche des 220x220 mm großen Druckbetts weitestgehend ausgenutzt. In einem Stück kann das Bauteil aufgrund der Länge nicht gedruckt werden, daher werden insgesamt 7 Einzelteile benötigt. Die Druckgeschwindigkeit habe ich im Vergleich zu den vorangegangenen Experimenten reduziert. Das Wabenmuster der Füllung wird mit 40 mm pro Sekunde gedruckt. Außenkanten mit 30 mm pro Sekunde bzw. 20 mm pro Sekunde. Nach etwa 30 Stunden sind die Teile fertig. Mit der montierten Verstärkung ist der Rahmen nicht frei von Verwindung, aber spürbar stabiler. Kernelemente für gute Druckresultate sind mit den hier gezeigten Upgrades zumindest anvisiert. Eine höhere Sicherheit des Benutzers durch bessere Isolierung des Netzteils,
Eine Glasplatte für bessere Haftung auf dem Druckbett. Gute Riemenspannung, um eine präzise Bewegung der Achsen zu garantieren. Und schließlich ein etwas stabilerer Rahmen, der unerwünschte Schwingungen mindert. Der Zonestar ist ein 3D-Drucker, der brauchbare Resultate liefert und sich dank seiner offenen Mechanik hervorragend zum Experimentieren eignet. Das Mainboard kann bis zu 6 Schrittmotoren, 3 Hotends und weitere Schalter ansteuern oder abfragen, somit ist auch seitens der Elektronik noch viel Spielraum für Experimente. Das einfache LCD-Display mit den 5 Tastern zur Menüführung benötigt keine besonderen Treiber. Gängige Open-Source-Firmware läuft auf dem Board mit seinem Atmega 2560 Chip, auch softwareseitig darf nach Belieben getunt werden. Es handelt sich um einen preisgünstigen Drucker mit großem Potenzial für Bastler wie mich. Sollte ein Experiment schiefgehen, ist eine Reparatur einfach zu erledigen und auch Ersatzteile sind günstig in der Anschaffung. Alle Infos zum Gerät sowie die OpenSCAD-Dateien der in diesem Video erstellten Teile gibt's wie immer auf meinen Seiten. Was man mit dem Zonestar P802 so alles machen kann, gibt's demnächst zu sehen. Hier drucke ich bereits ein Bauteil, mit welchem ich die Funktionalität des Gerätes über das Drucken hinaus erweitern möchte. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!